Grüß Gott und herzlich willkommen zu Der Tag auf Ländle TV. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute gibt es folgende Themen für Sie. Wie geht es dem Theater? Die wichtigsten Meldungen des Tages. Und zum Schluss, wie gewohnt, die Wetterprognose von Kachelmann. Die Öffnungsschritte seit dem 15. März betreffen neben Gastronomie und Sport jetzt auch die Kultur. Konzert- und Theatersäle dürfen also wieder ihre Türen öffnen. Mit Sicherheitskonzept versteht sich, endlich heißt es wieder Bühne frei. Mit dem ersten Konzert seit langem gab es letzten Dienstag also den Startschuss. Doch nicht alle in der Kulturszene können aufatmen, wie es da den Amateurtheatern im gesamten Ländle geht und was sich auch für Vereine noch tun muss. Der Tag hat beim Landesverband für Amateurtheater in Dornbirn nachgefragt. Vorhang auf, publikumgefüllte Säle und Applaus. Auf all das musste die gesamte Kulturszene lange verzichten. Seit 15. März sollen Lockerungen der Schutzmaßnahmen einen ersten Schritt zurück auf die Bühne setzen. Rahmenbedingungen für Vereinsaktivitäten seien zwar verbessert, für die Amateurtheatergruppen in Vorarlberg gäbe es aber noch Luft nach oben. Die Vereine warten weiterhin auf Antworten für mehr Planungssicherheit. Und jetzt ist es so, dass uns total die Hände gebunden sind. Wir dürfen uns nicht treffen, wir dürfen nicht proben, wir dürfen auch nicht aufführen. Also wir warten händeringend auf Antworten. Im Moment schaut es so aus, dass es nur professionelle Kulturschaffende und Theaterschaffende betrifft und das außerberufliche Theater wieder ausgeklammert wird. Ausgenommen sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Die dürfen jetzt zu proben beginnen. Wie viele und wer alles getestet, mit welchem Test, das ist alles noch unklar und also wie gesagt, wir warten auf Antworten. Gerade nach einem Jahr ohne große Kulturprogramme brauche es endlich wieder einen Anhaltspunkt. Für Nina Fritsch ist Amateurtheater eine Leidenschaft, die vom Miteinander lebt. Auch auf Abstand würden die Vereine nicht stillstehen. Ja, also das war ganz bestimmt ein herausforderndes Jahr. Zuerst hat ja alles zugesperrt. Dann gab es über den Sommer erste Lockerungsversuche. Es gab Aufführungen, es gab Lesungen, es gab total kreative Formate. Also unsere Vereine haben sich nicht so leicht unterkriegen lassen, was ich wunderbar finde. Die über 60 Mitgliedsvereine in ganz Vorarlberg haben sich da Alternativprogramm überlegt, den Umständen entsprechend angepasst. So zum Beispiel auch die Theatergruppe aus Sulzberg. Natürlich hat man wenig Kontakt gehabt, nur mal bei WhatsApp wieder geschrieben, so schaut es aus. Wir haben allerdings im Herbst nachher zwei Veranstaltungen nach Sulzberg geholt. Im Advent haben wir wieder ein kleines Zeichen gesetzt, nach dem 7. Dezember, da haben wir am Dorfplatz vor dem Christbaum Adventgeschichten oder Geschichten vorgelesen, einfach die Spieler zusammengerufen, wer mag lesen, ohne große Vorbereitung und das war eigentlich eine tolle Geschichte. Und auf was ich ganz stolz bin, dass wir geschafft haben, jetzt am 6. März, schon seit 25 Jahren machen wir eine Mini-Playback-Show, also wir nennen es Mini-Playback-Show, da haben da Tänze und andere Sachen Platz für Volksschule und Hauptschule. Da sind bis zu 100 Kinder denn in einem Abend auf der Bühne. Und das haben wir dürfen, dank eines tollen Technikerteams, via Livestream machen am 6. März. Und das ist ganz, ganz toll angekommen. Wir haben alle getestet, haben nur die Gruppen, die miteinander in der Schule sind, in der Klasse sind auftreten miteinander. War ein super toller Nachmittag. Die Vereine sind also nach wie vor bereit für die Bühne. Von heute auf morgen ginge das aber nicht. Es brauche entsprechende Planungs- und Vorbereitungszeit. Und das mit angepasstem Maßnahmenpaket. Also wir scharren in den Startlöchern und wir scharren schon so lange in den Startlöchern, dass die Löcher immer tiefer werden und ich Angst habe, dass wir irgendwie Startschwierigkeiten haben, aus diesen Löchern heraus zu kommen und endlich anfangen zu können. Weil ein Kulturbetrieb und auch im Amateurtheaterbereich ist es so, braucht eine längere Anlaufphase. Wir müssen proben. Wir können nicht heute beschließen, ab jetzt darf man wieder spielen, sondern wir müssen proben, wir müssen planen, wir müssen Räume mieten. Also es muss ganz schnell
eine Antwort her, damit wir anfangen können zu planen, damit wir vielleicht im Sommer spielen können. Damit es endlich wieder heißt, Bühne frei fürs Amateurtheater. Denn für Nina Fritsch ist das ein Ort, an dem Vorarlberg und die ganze Welt zusammenkommen kann. Also Theater bedeutet für mich Austausch. Theater bedeutet für mich, eine Bühne zu bekommen für Ideen. Für mich bedeutet das ganz viel. Das ist ganz viel Kreativität lehrbar, auch miteinander lehrbar, sich präsentieren dürfen, sich zeigen dürfen, von ganz klein bis zu erwachsen, um einfach, ja, einfach eine Freiheit leben, die man sonst nicht immer hat. Die Lockerungen für Vereinsaktivitäten also nicht für alle gleich. Wo seit dieser Woche aber zum Beispiel wieder trainiert wird, ist auf dem Fußballplatz. Was das für die jungen Fußballerinnen und Fußballer des FC Dornbirn bedeutet, das sehen Sie jetzt in den Meldungen des Tages. Seit Montag dürfen auch Sportvereine wieder trainieren unter Corona-konformen Auflagen. Getestet, mit Abstand und ohne Körperkontakt darf also auch der Vereinsfußball wieder aufs Feld. U14-Trainer des FC Dornbirn freut sich, die Richtlinien seien da kein Hindernis. Ja, es ist die 2 Meter Abstand, kein Körperkontakt und die ganzen Bürokratensachen, was halt im Hintergrund sind, die Einverständniserklärung der Eltern, dass sie freiwillig zum Training kommen, Gesundheitstagebuch, dass wir Trainer uns wöchentlich testen lassen. Über 4,5 Monate konnten die Mannschaften nicht gemeinsam trainieren. Jetzt hieße es nach und nach zurück an den Ball. Erst gemütlich einjoggen, dass sie wieder sich das Gefühl für den Ball und dass sie sich wieder an das Ganze gewöhnen. Die ganzen Bestimmungen noch einmal erklärt, dass sie schauen sollen, dass sie auf die 2 Meter Abstand und ja, also wir können nicht gleich von 0 auf 100. Fußball ist ja nicht nur Leistungssport und Ernst, weil es ist schon Spaß mit der Kollegen eigentlich. Und auf das habe ich mir eigentlich die ganze Zeit gefreut und jetzt ist es super, dass ich wieder trainieren darf. Ich freue mich sehr darauf und mir macht das übelst Spaß. Ich freue mich am meisten eigentlich, die Kollegen zum Fuchsen und lachen und es ist schon cool vom Trainer Kritik stecken. Das war der Tag auf Ländle TV. Gleich berichtet Kachelmann über die Wetterlage der nächsten Tage. Schön, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin bleiben Sie gesund und achtet aufeinander. Auf Wiedersehen. Ja, natürlich kann man bei uns schnuppern. Das sind 2 Teile. Einmal der theoretische Teil, der ist bei mir am Vormittag mit Mathe und Chemie und am Nachmittag der praktische Teil vom Schnupperlehrling ist mit der anderen Lehrling in verschiedenen Lehren zusammen. Wir müssen ja den Schnupperlehrling kennenlernen und der Schnupperlehrling muss uns kennenlernen oder muss schauen, passt der Beruf für mich oder nicht. Jetzt anmelden zum Schnuppern in der Vorarlberger Industrie. Der Freitag startet teils aufgelockert, teils gering bewölkt und häufig mit Frost. Die Temperaturen liegen morgens bei minus 12 Grad im Bregenzer Wald und bei minus 1 Grad direkt am Bodensee. Ähnlich am Arlberg sind in den frühen Morgenstunden um minus 16 Grad zu erwarten. Vormittags geht es oft noch trocken mit Sonne und Wolken weiter. Ab den Mittagsstunden kommen vom Norden und Nordosten dichte Wolken und Schneeschauer auf, die teils kräftig sein können und bis ins Rheintal als Schnee fallen. Vereinzelt kann ein Wintergewitter dabei sein. Zwischen den Schauern kommt es auch zu kurzen sonnigen Abschnitten. Nachmittags bis minus 3 Grad in höher gelegenen Tälern rund um den Bregenzer Wald und Arlberg und bis zu plus 6 Grad im Rheintal. Am Samstag erwartet uns neben vereinzelten Schneeschauern ein Mix aus Sonne und Wolken bei maximal 3 Grad. Der Sonntag startet bereits mit vielen Wolken und auch tagsüber geht es bewölkt mit nur wenig Sonne weiter. Es weht unangenehmer kalter Nordostwind bei maximal 5 Grad. Abends setzt vom Nordwesten her Schneefall ein. Der Montag startet erneut winterlich mit Schnee bis ins Rheintal und tagsüber Auflockerungen bis 6 Grad.